Mein Judoka ist einfach 10 Jahre alt und das feiern wir mit dem brandneuen gigantischen 10 Jahre Design, was es nur limitiert als Fullprint voll bedrucktes Galaxy T-Shirt gibt und es gibt brandneue 3D Galaxy Autogrammkarten, ebenso wie Limited Designs von Team Melone, Star und dem neuen Softy Design, nur jetzt auf shop.gravity.com. Hallo, wieder mal Chaos 40 und willkommen zurück zu Minecraft Apollo. Hier wieder zurück in meiner saftigen Höhle. Ich dachte mir jetzt ernsthaft, Leute, weil ich habe mich ja gefragt, was ich für einen Namen nehmen soll für die Höhle. Ja? Ein paar haben gesagt, die Chaosgrotte, die Chaoshöhle 2.0. Ich finde, das klingt nicht gut. Ich dachte, wir sind ja quasi bei Hades und was ist hier? Ich merke schon, jetzt hat sich einiges getan, seitdem ich letztes Mal aufgenommen habe. Es ist, glaube ich, auch gerade Tops und Easy online. Also, die können wir vielleicht besuchen oder irgend sowas. Aber ich glaube, ich nenne die Höhle auch die Hades-Höhle. Ich glaube, das klingt am coolsten. Und was ist das hier? Oh mein Gott. Okay, das Ding schießt explodierende Sachen. Der hat so ein Schwert über dem Kopf, was ich glaube, der ist ein hohes Level von Monstern. Oh, gar nicht mal so. Gar nicht mal so hoch. Okay. Alles klar. Und warum ist hier eine Statue von irgendeinem komischen Dorftrottel? Was ist das? Was ist das? Das ist eine Statue. Hä, wer hat die hingebaut? Ach, keine Ahnung, Leute, ja. Ich werde es wegen Julian oder Tops oder irgendwie irgendwas. Aber warum Dorftrottel? Was ist der Sinn von diesem komischen Dings hier? Was ist das? Jetzt habe ich den geköpft. Und nicht geköpft, aber in zwei geteilt. Aber Leute, beim letzten Mal habe ich einen neuen Mitbewohner hier. Nämlich hier den hier. Das ist der Fritz, Leute. Fritz sagt hallo. Leute, ein bisschen schüchtern, der Fritz. Ich habe den bis hier festgebunden. Das läuft er weg. Das ist so ein Lotto-Mann. Der ist einfach reingewandert in mein Haus und wohnt bei mir. Der verkauft nämlich eine Shiny-Box. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber das kostet 7 Gold. Magic Repair Dust, weiß ich auch nicht, was das ist. Schreibt mir die Kommentare, wenn ihr Ahnung habt. Und nochmal Magic Repair Dust. Fürs Massenangebot hier. Keine Ahnung. Ich dachte mir jedenfalls, ja, bevor wir alleine wohnen, kann ich den Typen hier einfach bei mir einziehen lassen. Ich habe nämlich hier, so, warte mal, eine Leine für den. So, Fritz, komm mal mit hier. Der zieht es nämlich ein. Okay, so, Fritz, komm her. Du musst hier rein. Okay, Fritz, komm. Ja, braves Fritz. Fritz, komm, 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 Fritz. Ich weiß, du willst hier rein. Geh hier rein, so, zack. Und Leute, der ist ein Händler und ich glaube, später ist er richtig nützlich. So, zack. Hi, Fritz. Wir können sogar jetzt mit dem Name-Tag, den wir letzte Folge bekommen haben, weil letzte Folge haben wir eine Götterprüfung gemacht, ja? Mit so einem ultra-unterirdischen Kriegshöhlen-Dings. Also unbedingt, wenn ich verpasst habe, direkt für mich auschecken. War eine absolut geile XXL-Folge und wir machen gleich unser versprochenes Unboxing, Quest erledigen und vieles mehr. Davor, ich habe einen Amboss gemacht hier und ich nenne den Typ mit hier Fritz, ja? Der ist jetzt Fritz und der ist mein lieber, netter Lottomann Händler hier von nebenan. Kann ich den nennen? Fritz. Nice. Jetzt habe ich hier Fritz. Perfekt. Leute, als nächstes hier, wir haben einiges zu erledigen. Unter anderem, ich habe keine Ahnung. Hier, ich glaube, das ist ein Geschenk von Julian gewesen, wo er mir eine Naturmelone gibt. Ich habe keine Ahnung, was eine Naturmelone ist. Und Melonen sammeln. Die können wir später mal anbauen. Aber als eines lage ich mal alles hier ein, was ich gerade nicht brauche. Ich habe nämlich schon so viel Müll mittlerweile bekommen. Es ist abnormal, ja. Item Frame und so weiter. Meine Rüstung lasse ich auch da. In der Rest von letzter Folge. Übrigens, ihr habt mir alle gesagt, ich kann statt einer Chestplate den Backpack anziehen. Dann habe ich hier quasi so ein zweites Inventar. Das ist super geil. Weil das Inventar nicht ganz voll ist. Aber ich lasse mich hier. Ja. Also wenn wir den brauchen, können wir den nehmen. Aber Leute, jetzt wie gesagt, das versprochene Unboxing hier von den ganzen Boxen. Das allererste würde ich mal sagen, die Iron Box mit bis zu 3 Items. Habe ich im Schwert bekommen. Eigentlich nicht so schlecht, Leute. Weil mein anderes war von der Qualität her rostig und minus irgendwas Prozent. Das heißt, wir können hier theoretisch mit dem hier was machen. Alles klar, sehr gut. Das ist das Geile. Great Sword. Das machen wir als letztes auf hier. Davor, Wooden Box. Mal schauen, was kommt hier raus. Oh, Melonensamen und ein Apfel. Okay, ist es nicht schlecht. Übrigens, das Tome legen wir nochmal rein hier. Und wir können gleich noch ein paar Quests abgeben. Denn, Leute, wir haben jetzt hier einiges Neues an Quests zu erledigen. Unter anderem haben wir hier, warte mal. Wo ist denn das hier? Krieger. Nee, das haben wir nicht. Wir haben unter anderem, warte mal, wo waren die Quests? Genau, hier unten. Oder? Doch. XXXL, ja? Mach eine 30 Minuten Plus-Folge. Leute, letzte Folge war schon aus irgendeinem Grund wie XXL, deswegen habe ich sie direkt erledigt und wir kriegen ultra viel Geld raus hiervon. Ich habe, wie viele sind das hier? Das sind 35 Dollar ohne Diamantbox. Haben wir jetzt nicht verpackt. Auf geht's. Diamantbox, bis zu 2 Items. Leute, das könnte richtig gut werden. Komm schon, bitte, 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 bitte. Oh, ich habe Pfeile bekommen. Aber ist nicht so schlimm, ja? Pfeile ist echt ganz gut hier. Für unseren Bogen. Aber Leute, ich hätte auch ein Diamantschwert bekommen können. Ah, egal. Smokebomb hebe ich mir auf. Das Ganze auch hier. Als nächstes, was können wir noch abgeben? Gibt es eine weitere Steigerung? Nee, gell? Die Götterprüfung können wir abgeben. Stand hier irgendwo hier?
Ehrenraum, der ist so eine Statue. War das Missionar? Erfülle die Quest von deinem Gott. Habe ich gemacht, Leute, letzte Folge. Götterprüfung. Deswegen, Claim. Perfekt. Mehr Geld für mich. Und hier quasi eine Home Run Box. Leute, heute ist ultimatives Unboxing. So, zack. Ein Baseballschläger mit 7 Attack Damage. Und Knockback. Eigentlich nicht so schlecht. Ich nehme den mal mit hier. Ich glaube, der ist relativ gut hier. So ein Baseballschläger. Oh mein Gott, wie groß ist der? Jetzt kann ich auch rumlaufen und sagen, haben Sie Person gesehen? Richtig geil, ja. Okay, wir haben noch eine weitere Quest, die wir abgeben können. Nämlich bin ich schon Level 5 in einem Skill, nämlich Foraging. Bin ich Level 6 schon, fast Level 7 und auch fast in Anima Level 4. Das heißt, ich kann es hier irgendwo, wo waren das hier? Erkunder, Business, Panawan. Genau, erreiche Level 5 in einem Skill, kann ich hier abgeben. Der Tank Claim, perfekt. Ich habe eine Hylian-Box bekommen oder eine Hylian. Ich glaube, das ist so eine Art Zelda-Box hier, so eine Anspielung, wo man theoretisch den Hero Bow rausbekommen kann oder quasi ein True Master Sword. Also ich bin gespannt, Leute. Übrigens, falls ihr mehr Unboxings haben wollt demnächst hier, lasst mal einen Daumen hoch da oder allgemein, Leute, ja. Wenn wir bei jeder Folge Apollo 10.000 Likes schaffen für eine Woche oder so, oh mein Gott. Was hat mich gerade gedamaged? Mach ich vielleicht mal einen Livestream von Apollo? Weil mich haben viele gefragt, hier, Flo, mach mir doch mal einen Livestream von Apollo demnächst. Und wenn ich mal Zeit habe am Wochenende, mach ich halt legit dann einen Livestream, was, Leute, aber nur wenn ihr, sagen wir mal, bei der heutigen Folge 15.000 Likes schafft, kriegen wir das hin? 15.000 Likes, ja? Und die nächsten Folgen auch weiterhin brav, ihr alle am Liken sein, weil das sehe ich am direktesten, dass euch das ganz gefällt. Auf geht's! Oh mein Gott! Ein Dark Nut Sword! Plus 15% Attack Damage! Okay, Leute, kein Spaß! Baseballschläge brauchen wir nicht mehr! LOL! Ein Dark Nut Sword, 9 Damage! Stärker als ein Tierschwert, oder? Alter! Okay! Da hatte ich auch endlich mal Glück hier. Weil ich habe letztens schon mein Buttermesser bekommen und die ganzen Zeug. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Oh, Meister. Erreiche Level 10 in einem Skill. Okay, dann muss ich mehr meinen, glaube ich. Erkunde. Besuche die Häuser. Alle 3 Mitspieler kann ich demnächst machen. Eine Falle können wir auch bauen. Team, was ist denn das hier? Nimm eine Folge mit dem Mitspieler auf. Ja, das heißt eine ganze Folge, weil ich habe mit Julian nur kurz eine Szene gemacht, die ich glaube, ist nicht komplett. Und Chunks können wir claimen. Das können wir vielleicht heute noch erledigen. Ansonsten, Fanarts, genau, das würde ich heute machen. Ich würde heute ein paar saftige Fanarts einblenden von euch hier. Und ihr habt mir richtig viele geschickt irgendwie. Also der erste Fanart hier, so, zack, ist das hier. Es ist ein Fanart von Hades, ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer das gemacht hat. Ich glaube, das Fanart ist hier von Twitter, von, oder von Instagram, ich bin gar nicht sicher. Aber jedenfalls, richtig geiles Fanart von Hades quasi, wo sie ist mit ihren Flügeln, mit roten Haaren und den Hörnern. Sie sieht mega nice aus. Dann haben wir noch ein Fanart hier, auch von Twitter, glaube ich. Was ist das hier? Genau, von der Nina Croft 13 ist das hier, quasi von Apollo. Ich glaube, das hier ist von Phoebe. Ich bin mir gar nicht sicher. Sorry, falls ich falsch gesagt habe hier. Aber richtig geiles Fanart auf jeden Fall. Hier Apollo, wo wir alle drauf sind, wo ich bin, wo ich gerade fast Top schlage hier. Wo Easy drauf ist, wo Julian hier. Das ist Julian hier mit Tops, gell? Ich bin hier unten und muss gerade Easy tragen und denke mir, ah, was mache ich in dem Projekt? Richtig geiles Dings hier, Fanart. Das nächste Fanart hier ist auch ein Fanart. Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. Ich glaube, ich weiß nicht, was von wem hier ist. Ich habe nur alle Namen aufgeschrieben, ich weiß nicht wer. Aber jedenfalls ein richtig cooles Fanart hier. Auch Apollo, wo wir alle drauf sind, quasi Top mit Tiegelstein. Ich mit Melone, Easy mit Käse und Julian mit Kaktus. Im Hintergrund sieht man Hades. Ich glaube, die Lilane. Und ich sag dir, Dings, ist es ein Gott von Tops oder von irgendwie so jemandem? Kann das sein? Dieser Dorftrottel, was das ist hier, dieser Hofner. Ich glaube, das Mädchen hier ist dann von Dings, von Easy. Wie heißt die? Nyx oder so, habt ihr mir geschrieben. Und ich glaube, Julian hat noch keinen Gott, oder doch? Ich bin mir gar nicht sicher, aber richtig geiles Fanart auf jeden Fall. Dann hätten wir hier noch ein Bild von jemandem, glaube ich, von Instagram, der quasi hier ultra viel Autogrammkarten beim Shop hat und der hat das brandneue Fullprint 10 Jahre Galaxy Shirt hier, was auch immer auf shop.kfz.com limitiert gibt hier. Ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, ob es die Fullprints noch gibt, aber das Design gibt es noch auf normalen Hoodies und T-Shirts, aber es sieht so geil aus. Er hat Regenbogen und Diamant Autogrammkarte. Richtig geil. Hier wird ein sehr großes Fanart. Das ist ein Fanart von Skelett Boys. Die haben sogar auf, oder der hier, hat sogar auf YouTube Speedart gemacht. Das ist richtig cool. Von Apollo. Mit allen Logos verbunden. Aber kein Spaß. Der Typ oder die Leute, der zumindest, der das macht hier, ist immer richtig schnell. Der macht doch Fanart von Minecraft Deep, Anubis Hotel. Und der macht es direkt am Tag danach, ja. Also hier bin ich quasi mit Hades, wo ich gegen die Monster kämpfe hier. Hier sieht man Julian im Hintergrund mit seinem neuen Franzl-Design. Hier ist Easy, ich glaube, ja genau. Easy mit der
Nyx Nachtgöttin, glaube ich, oder wie die heißt hier. Ich habe nur kurz mit der anderen mal geredet. Und hier ist, glaube ich, Tops mit seinem Gott, der irgendwie, keine Ahnung, nicht gerade sehr erwachsen wirkt. Ich glaube, so eine Art Baby oder so ein Kind, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir noch ein weiteres Feinert hier. Nämlich das hier. Nämlich der Typ hier, der Zuschauer, war bei meiner Tour in Deutschland. Quasi, ich glaube, der war sogar ein VIP, ja. Der hat hier das Tour-Ticket und der T-Melone Plüschtier auch. Was quasi hier, wo er sich verkleidet hat. Und Leute, wenn T-Melone eine Person wäre, so wird die wahrscheinlich aussehen. Also richtig geil. Was ihr ein T-Melone Plüschtier haben wollt hier, auch shop.kaffee.com. Es gibt nämlich zurzeit auch immer noch, wie gesagt, eine 3D Galaxy Autogrammkarte mit goldener Unterschrift, 3D-Effekt und Nummerierung. Zu jeder großen Bestellung gratis dazu. Und zu jeder Bestellung gratis ein Gold-Ticket. Gold-Ticket ist quasi so ein Rubbellos, wo ihr ein Video mit mir gewinnen könnt hier, eine Sprachnachricht von mir, Gutscheine für meinen Shop mit über 100 Euro und insgesamt verlose ich da, glaube ich, über 1000 Euro oder bis zu 5000 Euro insgesamt, wenn man alle Preise nimmt hier. Also riesen Gewinnspiel, macht mit, einfach irgendwas bestellen aus meinem Shop hier. Genau, dann hätten wir noch zwei weitere Feiners. Ah, nee, das sind zwei weitere Plätze hier. Wenn das, falls ihr mir einen Feiner zeichnen wollt oder was aus meinem Shop bestellt, schickt mir einfach ein Bild irgendwo und dann füge ich euch persönlich ein und grüße euch hier. Richtig geil. Aber, Leute, wir haben jetzt einiges, was wir hier noch machen sollen. Übrigens, viele haben geschrieben bei Apollo bei den letzten Folgen, Flo, die Idee ist geklaut von Dragon. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr statt dem Schnitzel den Teller gegessen habt oder was mit euch falsch ist. Leute, geklaut von Dragon, ja? Nice, erstmal mein eigenes Projekt klauen. Nice, gut, gut, Flo. Leute, ich find's absolut idiotisch, mir letztes Tages geklaut von Dragon oder die Idee. Ich hab doch in der ersten Folge gesagt, das ist der Nachfolger von Dragon und Phoenix, ja? Ich find's übrigens schade, dass nicht viele sagen, das ist von Phoenix, weil Phoenix war auch so ein Projekt quasi damals mit Tubbs, glaube ich, und mit Ronja, was auch so ähnlich war, genau wie das Projekt. Und Leute, ich fand völlig super geil damals, ja, also ich finde richtig schade, dass für alle nur Dragon erwähnen, weil das Projekt hat Ähnlichkeit mit Dragon, aber auch mit Phoenix oder Cloud Quest, wenn man ganz zurückdenken will. Aber ich finde es doch was Gutes, ja, so ein Projekt hat mir so Spaß gemacht damals und ich finde das mit den neuen Leuten hier, also mit Easy, Julian und Tubbs hier und den Göttern hier, ist was Neues. Es ist vom Grund auf ähnlich, aber ich finde es tausendmal geiler. Oder was findet ihr, ja? Ich finde das so abnormal geil, mir macht Apollo so Spaß. Deswegen, es freut mich auch, dass es so gut bei euch ankommt. Deswegen, Leute, ja, schreibt mal heute in die Kommentare einfach eure Tipps hier rein, alles mögliche. Ich versuche bei Apollo und halt wirklich alles zu lesen, was ihr mir nur irgendwie schreibt hier. Genau. Jedenfalls, ich habe mir eure Raumvorschläge schon ein bisschen angeguckt. Ich werde auf jeden Fall hier einen Enchanting-Raum machen, einen Hades-Raum, einen quasi Team-Melone-Raum, eine Farm. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4 Räume theoretisch. Und unten noch ein paar weitere. Ich weiß nicht, wie ich das hier regel hier, aber ich werde dann unten, glaube ich, hier drüber, doch was Goldiges ist, Raum 5, 6 und vielleicht hier irgendwie noch 7 und 8 machen. Ach, sie haben so viele Plätze. Rein theoretisch, ja. Aber, was will ich noch machen? Genau, ich wollte jetzt mal rüberschauen oder in die Mitte schauen, besser gesagt. Weil ich mir mehr Chunks kaufen wollte und dann wollte ich noch. Oh, stimmt, und wir müssen die Greatsword Box noch aufmachen. Ganz vergessen, Leute. Greatsword Box. Wir können hier ein super geiles Schwert bekommen. Ich hoffe es mal. Emerald Sword plus ein Glück. Es ist gleich stark wie mein Darknut Sword. Ich bin mir nicht sicher, was von dem besser ist hier. Ich habe gerade nachgeguckt hier. Das Feinert hier ist von Foxy Killer oder quasi das Merch-Bild von Foxy Killer. Und das hier ist von Cheesy Sule, glaube ich, ist das hier. Von Instagram. Also richtig geil auf jeden Fall. Genau, die beiden habe ich eh richtig genannt hier. Nur damit die ganzen Feinert-Zeichen sich beschweren. Flo, ich zeichne Feinert und du weißt nicht mal meinen Namen. Leute, ich habe ihn aufgeschrieben, aber ich habe die natürlich ein bisschen durcheinander gehabt hier. Ey, Leute, geil, jetzt habe ich ein Darknut und ein Emerald-Schwert hier. Aber ich glaube, das ist größer, oder? Oh ja, das ist ein Greatsword. Alter, wie geil. Ich glaube, Tops sogar gerade online. Also ich könnte vielleicht mal schauen, ob ich den vielleicht irgendwie ein bisschen ärgern kann oder so. Dann schaue ich mir jetzt hier zum Spawn und wir kriegen mir mal mehr Chunks. Weil, Leute, ich brauche mehr Chunks, weil sonst macht wieder, sonst passieren solche Dinge, wie das jemand mit mir startet und aufbaut, öfter. Ja, ich finde das super, super dumm. Übrigens, ja, was ich noch machen wollte. Ich wollte demnächst mal schauen, ob ich mir ein paar neue Quests und was... Was hat Julian schon gebaut? Seht ihr das? Der baut einen riesigen Tower. Und viele andere Sachen. Ich schau mal nicht hin hier, weil ich weiß nicht, ob die Folge schon bei ihm kam, aber... Alter, ich will so eine Statue. Weg mit dieser dummen Statue. Was will der die ganze Zeit? Ey, kein Spaß, ja. Ich muss, glaube ich, wirklich demnächst mal irgendwie Hades Bescheid geben, dass die irgendwie was macht hier. Aber Leute, das können die nicht machen, ja? Das ist mein Gebiet. Die können ja keine Statue in mein Gebiet bauen, Leute, ja? Wir müssen denen zeigen, wo ihr Platz ist in der Rangordnung hier, ja? In Minecraft Apollo. Leute, weil wir sind hier Team Hades. Wir müssen hier unseren... Oh mein Gott, das ist nicht der Ernst. Wo will noch immer eine Statue hinbauen? Okay, alles klar. Und Julian Tops haben mehr Chunks als ich. Leute, das geht ja mal gar nicht. Warte mal. So, wo ist mein Geld? Leute, oh, wir haben viel Geld. Okay, auf geht's. Das heißt, wir kaufen uns hier 1, 2, 3, 4. Geht hier noch mehr aus?
5 Chunks. Oder warte mal. Ich glaube, das geht sich mal aus. 5, 6, 7 und 8. Perfekt. Wir haben 13 Chunks hier gekauft. Richtig geil. Den Rest spare ich mal. Oder nicht 13. Wir haben, glaube ich, 7 gekauft. Oder wie viel? Ich glaube, ich war auf 5 Chunks, oder? Das heißt, ich habe jetzt hier 5 und ich habe 8 Chunks insgesamt gekauft. Richtig geil. Das heißt, ich kann die mal alle bei mir zu Hause claimen. Alles klar. Damit hier 8 neue Chunks theoretisch, die wir claimen können. Weil ich habe gerade gemerkt, das Haus noch gar nicht hier. Oder ist unser Haus geclaimt? Ich glaube schon. Aber hier vorne. Und ich habe jetzt 3 Chunks. Ich habe insgesamt 8 Chunks. Ja, auf 13 darf ich kommen. Das heißt, wo können wir noch claimen? Oder wo ist noch endgeclaimt bei unserem Haus hier, wenn ich hier rübergehe? Ich glaube, hier ist drin. Ich glaube, unser Haus ist so gut wie drin jetzt eigentlich. Ich kann auch hier den machen. So, dass wir hier alles drin haben, weil niemand darf uns im Haus dann abbauen. Das ist super wichtig. So, warte mal. Nee, das ist der Mülleimer hier. Einen kann ich doch claimen. Ich glaube, den mache ich hier einfach bei meinem Weg. Habe ich hier offiziell ein riesengroßes Gebiet. Und übrigens, Leute, was ich noch sagen wollte, ja. Übrigens, zur Zeit, falls ihr etwas in meinem Shop bestellt auf shop.gerfisch.com, ich wollte ein paar von euch was zurückgeben hier. Und nicht nur mit den 2 Aktionen. Denn, Leute, ich habe hier ein paar Schilder. Und ich will ein paar von euch hier verewigen quasi in Minecraft Apollo. Das heißt, Leute, ja. Ich mache mal die Aktion. Alle Leute, die sich diese Woche in meinem Shop was noch bestellen, egal was, ja, und mir ein Bild davon schicken auf Instagram, diese Woche, ganz wichtig, werden hier verewigt. Das heißt, ich mach mal hier, glaube ich, wo habe ich einen Platz hier? Ich mach mal dann einfach hier so Dings hier, ein Schild. Und ich werde, glaube ich, 4 Leute, die alle hier Platz haben, in dem Schild hier verewigen. Das heißt, und ich grüße euch beim Namen. Als wollte ich bei Oktoberfarbt einfach vorbeischauen. Wir haben zurzeit nämlich, wie gesagt, ein T-Bilone Plüschtier, brandneu im Shop, Baby Chaos, alles andere auch noch. Wir haben die Galaxy Edition, mit T-Melone, Star und Saftig, was super geil ist. Und Leute, wir machen Zubehör. Wir haben nämlich eine Tasche, wir haben eine Tasse, wir haben ein Federmäppchen, was richtig geil aussieht, wo alle 3 Designs drauf sind. Wir haben ein Poster von dem ganzen 10-Jahres-Design, also das, was ihr seht. Das ist das Poster, das könnte ich aufhängen, was richtig geil ist. Und Leute, wir haben sogar, wenn ich mal hier hingehe auf shop.kavity.com, wir haben sogar Bettwäsche. Ja, die ist endlich wieder im Shop erhältlich seit einiger Zeit. Huch, das backt hier, glaube ich, rum. Können wir mal hier rüber schauen, hier runter auf, ich glaube, es ist Zubehör. Gibt es endlich wieder hier die Chaos Road Team Melone Bettwäsche, wo quasi eine Seite aus Team Melone Diamant ist und die andere als normal. Genau, ich habe den Team Melone Diamant und normal Team Melone auf der anderen Seite. Schlagt zu, weil die Bettwäsche war letztes Mal super schnell ausverkauft. Also Leute, da müsst ihr ein bisschen schnöse. Jo, mei. Oh, jetzt habe ich fast hier mein Dings reingepackt hier. Alles klar. Dann schaue ich mal rüber, ob ich die andere noch irgendwie treffen kann, weil ich habe richtig Geld und... Oh, war gerade jemand? Nee, das ist ein Händler. Oh. Ah, Hades. Hi, was geht? Hi, ja, Hades, guck mal, ich habe jetzt auch ein großes Schwert. Zwar nicht so groß wie deine gigantische Monsterklinge hier, aber ich mache Fortschritte, ja. Übrigens, Hades, guck mal, wie findest du hier die Bilder, ja, die ich aufhänge, um deine Königlichkeit, deine Gottheit hier zu ehren? Guck mal, richtig geil, echt. Was bist du? Ja, sieht dir sogar relativ ähnlich, oder? Sieht mir sehr ähnlich. Ja, gell? Guck mal, Leute, ich habe gesagt, Fanarts sind richtig gut hier, um Hades ein bisschen, keine Ahnung, einen positiven Eindruck zu verschaffen. Oh, jetzt guckt sie gerade das Galaxy-Shirt an. Ja, Hades, wenn du willst, also, Vollbrand Galaxy-Shirt, ich kann dir doch ein bisschen besorgen, ja. Wie gesagt, ich habe Connections, ich bin Yo-Man. Alles klar. Hades, hast du Lust, deinen Freund einen Streich zu spielen? Ja, bitte, Hades. Hast du mitbekommen, was sie gemacht haben? Ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war Tobs. Hat ihr Statuen aufgestellt von so einem Hofnarren. Hast du es mitbekommen? Hades, das dürfen wir uns nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen irgendeinen Gegenschlag einleiten, ja? Und ich weiß nicht genau was. Ich schau mal rüber. Ich weiß gar nicht, wo Tobs wohnt. Schreibt die was? Ich glaube nicht. Hades, kannst du mir irgendwie behilflich sein? Irgendwie? Ich habe mir schon TNT gegeben, aber ich will Tobs jetzt irgendwie. Oder wer das war? Ich will nicht komplett irgendwie super ärgern, aber ich will etwas richtig Nerviges machen. Wie die Statuen, ja? Weil die keinen Spaß. Die können nicht einfach Statuen hinbauen, ja? Das ist mein Gebiet. Wir sind Team Melone, Leute, ja? Wir können nicht einfach so Statuen hier in unser Gebiet lassen, die nicht von uns sind. Das ist entwürdigend und dumm. Auf geht's. Hannes, ich glaube, du bist hier schon auf meiner Ebene. Ich habe nämlich eine richtig geile Idee, theoretisch, was wir machen können, ja? Wir können nämlich eine Statue irgendwie hinbauen bei Tobs oder Hades, komm, Leute. Ich habe eine geile Idee, okay? Ich schaue übrigens, das hier in der Mitte ist kein Portal, Leute. Es ist quasi nur einfach so ein Dekorationsblock. Ich glaube, was ist denn das hier? Ich glaube, hier baut schon jemand seinen Shop auf oder so. Jedenfalls, wie viele Tode hat Tobs? Ein Tod, okay. Also, ich glaube, hier geht es in Richtung Tobs. Wir können ja auf seinem Weg, wo er es hundertprozentig sieht, Hades, komm mal mit hier. Hades, hast du Bock, mir zu helfen hier bei einer Aktion, wo wir Tobs so richtig ärgern werden? Na klar, auf geht's. Okay, Hades. Ich finde eine Statue. Das ist dumm. Auf geht's.
Weg damit, ja? Leute, wir müssen Dominanz beweisen. Wir müssen zeigen, dass wir der wahre Gott sind. Okay, alles klar. Oder quasi, dass wir das wahre Team sind, ja? Kein Spaß, ja? Ich weiß, was Tops hier irgendwie hat, aber... Okay, ich glaube, hier ist eine gute... Hier ist ein guter Ort. Okay. Ha, das ist folgendes, ja? Ich weiß nicht, ob du irgendwie Blöcke zaubern kannst oder irgendwas, aber... Ja, okay. Nice. Alles. Ich habe eine geile Idee. Okay, hör mir zu. Wir bauen dieselbe Statue, die Topsi aufgestellt hat. Nur, dass der am Boden liegt quasi. Also, weil er so einfach am Boden liegt. Und dann machen wir einen riesen Po drüber, der einfach auf den drauf geht. Leute, alles, okay? Alles, kannst du das machen? Können wir das machen? Hört sich cool. Okay, Leute. Und wenn Tops das sieht, der wird sich dann richtig fragen, hä, was geht hier ab? Leute, aber alles, du musst es so machen, dass es so richtig auf dem Weg drauf liegt. Dass man gar nicht drüber gehen kann, dass man es sehen muss. Leute, deswegen bin ich froh, dass ich bei Hades bin, ja? Ich wette, die anderen Götter hätten das nicht gemacht. Die anderen Götter gesagt, nö, das ist zu gemein. Leute, es ist nicht gemein. Leute, ihr müsst es so sehen, ja? Tops hat den Krieg begonnen gegen mich, okay? Er hat Statuen bei mir hingebaut. Ich habe keinen Bock. Ich meine, er hat die Statuen überall hingebaut. Oh mein Gott, Alter. Oh, lol. Ich glaube, sieht das so aus? Weißt du das? Ja, das ist so geil. Okay, Hades, genau, mach das so. Und ist auch so ein Kopf dran. Wie geil. Ich glaube, das ist theoretisch jetzt schon ein Troll bei den anderen. Das heißt, wir können die Quest mit dem Troll einlösen und die 10 Junk-Quests. Okay. Ich hatte es, ja. Übrigens, Hades auch letzte Folge gesagt, wie macht der Mitspieler das Leben zur Hölle? Und ich kann sagen, was ich wollte. Ich glaube, Tops baut hier oben auch schon irgendwie eine Burg oder so. Ah, Hades, ich sehe schon. Hades, ist das hier das, ist das hier die Substanz, die hier, quasi produziert wurde? Und Leute, kein Spaß, ja? Wenn ich Tops nicht töten kann, jede Folge, dann mache ich irgendeinen Troll bei ihm. Hier sind Büffel, die mich angucken. Okay. Ja, das geht auch, genau. Und hier baue ich doch irgendwie so drauf diesen, jetzt kommt die Krone. Ja, ich wollte gerade sagen. Und jetzt kommt noch hier quasi das, wie sage ich das? Die Struktur, wo das Fabrikat produziert wird, ja? Genau das, nichts anderes, Leute, ja? okay, ja, und hier sieht man so die Augen, den Mund von dem, warte, auf geht's, ja? Und hier kommt dann die Substanz raus. Genau, warte. Alter, warte, Hades, du musst dir noch so, du musst die Füße noch ein bisschen länger bauen hier oder so. Warte, Hades, warte mal, oh mein Gott. Und die Arme baut er noch hier so. Leute, wenn das mich Leute, kein Spaß, wenn das mal kein Daumen hoch verdient hat, dann weiß ich auch nicht weiter, ja? Sehr schön. Warte, Hades, kannst du vielleicht ein bisschen hier die Beine länger bauen? Und warte, Hades, weißt du, wie man mit Gislam Bit umgeht? Okay, ja, passt. Okay, passt, top, okay? Nicht ganz so lang, okay? Nur so ein bisschen, dass man so sieht. Hades, kannst du mit Gislam Bit noch hier die, das Fabrikat ein bisschen substanzieren? Wäre das im Bereich des Möglichen? Weil ich habe das Gefühl, das ist schon... Es sieht schon gut aus, aber ich glaube, da fehlt noch das gewisse Etwas. Ja, da fehlt noch die Feinschliffe. Woher nehme ich Damage? Ich weiß nicht. Ich habe schon vorher Damage genommen. Alter, wie geil, ja? Ich bin gespannt, wann Tops es sieht, ja, und was er dazu sagt. Aber, ja, der Gott hier von Tops hier, der hat auf jeden Fall hier eine ordentliche Ladung ins Gesicht bekommen. Okay. Alles klar. Ah, perfekt, alles perfekt. So, wirklich, das muss schon schön rund sein, ja, weil sonst könnte man es verwechseln noch. Ja, perfekt, so schön rund, ja, genau. Hans, ich meine, ein Feinschliff hier noch bei dem Fabrikat, das wir hier gebaut haben, ja. Ich meine, Leute, ja, ich meine, wir bauen noch kein Kackehaufen hier. Wir bauen hier ein Fabrikat, was von der Struktur so substantiv irgendwie, ich habe keine Ahnung, Leute, wir haben hier einfach ein dicken Haufen. Aber Leute, müssen wir mal bedenken, das hat sich Tops selber eingebockt, ja? Und wenn Tops, ich meine, Tops könnte sagen, okay, ja, ich habe ihn mit Fluor angelegt, das war keine gute Idee, ja, lass lieber mal seine Zukunft, ja? Wenn Tops nochmal so einen Gegenschlag macht, dann fahren wir die Warngeschütze aus, okay? Und Leute, wir müssen zeigen, dass Tops sich nicht mit mir anzulegen hat, ja? Wir sind Team Melone, wir sind Team Hades und wir hauen ordentlich drauf hier. Ja, Hades, du musst es nicht machen, dass du richtig hier rausfließt. Ja, genau. Okay, was? Ich glaube, das passt. Alles klar. Hannes, das finde ich sehr gut, dass du mich unterstützt bei meinen Vorhaben. Alles klar. Vor allem der Seelensand noch hier so. Auf geht's. Ja, Leute, dann haben wir die offiziell erledigt. Warte mal. Fanart haben wir zum einen erledigt hier. Perfekt. Haben wir eine Wooden Box bekommen. Übrigens, Leute, Anfang der Folge gibt es wieder ein großes Unboxing von allem, was wir gerade hier erledigen.
Dann können wir noch erledigen. Was haben wir noch gemacht hier? 10 Chunks haben wir, glaube ich. Perfekt, so. Dann kriegen wir eine Goldbox raus. Das ist sehr gut. Und, Leute, wir haben noch erledigt, glaube ich. Warte mal, wo waren das? Die Trolling-Quest, glaube ich. Trolling. Bauen den Troll für einen Mitspieler. Perfekt. Haben wir jetzt die offizielle gebaut. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Katana-Box. Ist Katana nicht so eine Art Schwert? Ich glaube schon. Okay, nice. Alle Leute, wir sind schon richtig weit hier mit dem Quest. Oha. Johannes, dann bedanke ich dir hier für deine Beteiligung an meinem Vorhaben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst hier. Aber in der Schnelle will ich auch immer sagen, Leute, lasst mal einen dicken Daumen hoch da, falls ihr demnächst öfter solche Trolls haben wollt oder mehr Apollo. Wie gesagt, 15.000 Likes hier. Aber dann regelmäßig, ja. Wenn ihr öfters hier mehr als 10.000 Likes schafft, ja, mache ich demnächst mal einen Livestream für euch in Apollo hier. Wo ich quasi das mache, worauf ihr Bock habt. Ansonsten, wenn ihr neu Zuschauer seid, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Nächste Folge kommt, glaube ich, am Samstag um 12 Uhr wieder. Oder? Doch, am Samstag um 12 Uhr. Haut ihr rein. Bis nächstes Mal auf shop.ganz kommt vorbei für die super damit ich euch einfüge mit eurem Namen und ciao, Leute! Mein YouTube-Kanal ist einfach 10 Jahre alt und das feiern wir mit dem brandneuen gigantischen 10 Jahre Design, was es nur limitiert als Fullprint, voll bedrucktes Galaxy T-Shirt gibt und es gibt brandneue 3D Galaxy Autogrammkarten, ebenso wie Limited Designs von Team Melone, Star und dem neuen Softie Design, nur jetzt auf shop.gravity.com.